Euer Trainingspartner muss euer schlimmster Feind sein. Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Dehnbacher, Personal aus Karlsruhe. Jetzt fragt ihr euch natürlich wieder, was will der da? Was ist das für eine Aussage? Wie kommt er dazu zu sagen, dass mein Trainingspartner mein größter Feind sein sollte? Das ist relativ einfach. Und zwar, wenn ihr irgendwann mal, wenn ihr regelmäßig trainieren geht, auf einem Plateau angekommen seid. Das heißt, ihr kommt nicht mehr weiter, was den Muskelaufbau anbetrifft. Das heißt, die Ärmchen und die Beinchen und die Brust werden nicht mehr größer, nicht mehr dicker. Was tun wir? Genau, da können wir hergehen, so wie es viele auch machen, und alle möglichen Supplemente ausprobieren, alle möglichen utopischen Trainingspläne mit super spezial genialen Übungen ausführen. Das ist der eine Weg. Der führt aber bei weitem nicht so schnell ans Ziel, wie es die meisten gern hätten. Und zwar, mein Tipp ist für euch, wenn ihr regelmäßig trainieren geht und ihr seid irgendwann mal nach einem gewissen Punkt auf einem Plateau angekommen, das heißt, ihr kommt nicht mehr weiter, die Belastungsgewichte können nicht mehr gesteigert werden, das Muskelvolumen kann nicht mehr gesteigert werden, dann gebe ich euch jetzt einen ganz, ganz wertvollen Tipp. Und zwar, besorgt euch einen Trainingspartner. Und jetzt ist das ganz Wichtige, wie gut soll der Trainingspartner sein, beziehungsweise nach welchen Kriterien suche ich mir meinen Trainingspartner aus. Erstens mal ist natürlich wichtig, dass das Leistungsniveau ähnlich ist, dass natürlich das Trainingsziel gleich ist. Das heißt, wenn ich im Muskelaufbau bin, sollte ich natürlich nicht unbedingt einen Trainingspartner raussuchen, der momentan in der Definitionsphase ist. Das passt nicht zusammen. Also, sind wir uns einig? Beide sollten den gleichen Fokus haben und das soll in Richtung Muskelaufbau gehen. Ihr solltet ähnliche Kraftwerte haben. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Wenn du viel Erfolg haben möchtest, dann solltest du dir sogar noch einen Trainingspartner raussuchen, der mehr Kraft hat wie du, der ein bisschen stärker ist wie du. Weil du wirst dich dann immer automatisch als Schwächerer, wirst du dich Richtung der besseren Leistung deines Trainingspartners richten. Das ist die Nummer 1. Trainingspartner sollten ein bisschen besser sein wie du. Vorteil für den Schwächeren, Nachteil für den Stärkeren. Nächste Variante. Du solltest dich mit deinem Trainingspartner nicht besonders gut verstehen. Das ist natürlich eine Aussage, da werden jetzt wieder einige sagen, was labert der da? Ganz einfach, Freunde, ich erlebe es immer wieder. Hat man einen Trainingspartner oder habt ihr einen Trainingspartner, mit dem ihr einfach einen tollen Flow habt, das heißt, ihr habt gleichen Gesprächsstoff, gleiche Gesprächsebene, was passiert? Das Training artet oftmals aus in eine nette Gesprächs- und Diskussionsrunde. So, und das hilft tatsächlich im Muskelaufbau nicht weiter. Deswegen sollte man sich als Trainingspartner vielleicht nicht ganz so gut verstehen, vielleicht eben einfach ein Stück weit ein gesundes Konkurrenzdenken da sein. So, wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr den Trainingspartner gefunden habt, dann seid ihr schon mal einen verdammt großen Schritt weiter. Nächste Idee wäre, mit einem Trainingspartner nicht zu lange zusammenzuarbeiten. Die Erfahrung habe ich auch gemacht in langen Jahren Training, dass wenn man mit einem Trainingspartner eine zu lange Zeit zusammen trainiert, dass dann ein gewisser Respekt verloren geht. Im Anfangsbereich, der Trainingspartner ist neu, da hat man Respekt, dem will man was beweisen, da will man besser sein wie er, wird weniger geredet. Im Laufe der Zeit verliert man stückweise Respekt und was passiert? Die Trainingsleistung sinkt. Die steigt nicht mehr, die sinkt. Die Trainingsintensität sinkt. So, dann wäre mein nächster Tipp. Wechselt doch einfach in regelmäßigen Zyklen euren Trainingspartner. Ihr seid in einem Fitnessstudio und im Fitnessstudio gibt es vielleicht eine schwarze Tafel oder das Fitnessstudio hat eventuell eine Facebook-Seite. So, und dann schreibt ihr rein, Freunde, ich suche jemanden, der zwischen 17 und 18 Uhr trainieren geht. Ich bin so und so groß, so und so alt, habe das und das Ziel, drücke auf der Bank so und so viel, mache Kreuzheben so und so viel, Military Press, Bankdrücken so und so viel. So, suche einen Trainingspartner. Und dann bekommt ihr einen neuen Trainingspartner. So, und jetzt haben wir das Maximum erreicht. Trainingspartner gehasst, Konkurrent. Regelmäßig neuer Trainingspartner, der Trainingspartner ist auch noch ein bisschen stärker und dann garantiere ich euch, werdet ihr maximale Ergebnisse in eurem muskelaufbauenden Krafttraining haben. Freunde, das war's zum Thema,
warum sollte mein Trainingspartner ein bisschen stärker sein als ich? Warum sollte er mir nicht ganz so sympathisch sein? Und warum sollte ich regelmäßig meinen Trainingspartner wechseln? Andreas Riedenbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannter als Mr. T, immer mit dem Slogan: Deine Fitness, dein Trainingspartner, meine Aufgabe.